Jeanne d'Arc von Verdi ist wirklich eine, ich würde mal sagen, politische Kriegesoper. Die Johanna ist eine Kriegerin, also in erster ihre Arie sehnt sie sich schon nach einem Schwert und in den Schlachtfeld zu gehen. Und das bleibt ja auch bis zum Ende der Oper so. Sie ist wirklich eine fast radikale, würde ich schon sagen. Und der Hauptaspekt konzentriert sich dann natürlich an den Aspekt des Krieges und vielleicht auch den Aspekt des unsinnigen Sterbens. Giovanna d'Arco ist Giuseppe Verdis siebte Oper, gehört also zu seinen Frühwerken und wurde 1845 an der Scala in Mailand uraufgeführt. Zugrunde liegt der Oper die Legende um die Nationalheilige Frankreichs, Jeanne d'Arc. Aber Giuseppe Verdi und sein Librettist Themistocles Olera haben sich eine ganz eigene Version dieser Geschichte ausgedacht. Sie ist zum Teil inspiriert von Friedrich Schillers Drama Die Jungfrau von Orléans. Und so wie bei Schiller stirbt auch bei Verdi Giovanna am Schluss nicht auf dem Scheiterhaufen, sondern im Kampf. Wir sehen auf der Bühne eigentlich die Teile von der Kathedrale, die wir nach außen genommen haben, die man jetzt wie eine Ruine sieht. Schorsch, das sind deine 17. St. Galler Festspiele. Wo lagen denn die Herausforderungen in diesem Jahr? Also einerseits haben wir einen Auftritt von einem Pferd auf der Bühne. Das heißt, die Bühne muss überall dort, wo das Pferd herumgeht, genug stabil gebaut sein. Und andererseits sind es ein paar richtig große, fette Teile, die wir zwar von extern gebaut gekriegt haben, aber die wir bei uns in der Werkstatt, im Mahlsaal, dann am Schluss den Finish drauf gegeben haben. Und die sind zum Teil richtig, richtig schwer gewesen und nicht ganz einfach mit den vorhandenen Bedingungen da das zu handeln. Das Sinfonieorchester spielt während der Vorstellung ja in der Tonhalle und wird dann hier auf den Klosterhof übertragen. Wie geht das ohne Verzögerung? Also wir haben bei den St. Galler Stadtwerken eine sogenannte Dark Fiber. Also wir haben eine Glasfaserverbindung von einem Knotenpunkt, der in der Nähe der Tonhalle liegt, bis hierher zur Pfalz. Und diese Dark Fiber, die wird nur durch uns benutzt, da kommt nichts anderes drauf. In der Konzeption seiner Oper hat sich Giuseppe Verdi an den Operntrends der Zeit orientiert. Er hat Anleihen genommen aus der französischen Grand Opera. Und das zeigt sich vor allem in den großen, gewaltigen Chorszenen. Massen sind da auf der Bühne, die für ein großes Bühnenspektakel und für bildgewaltiges Musiktheater sorgen.